Du, Paragraphenschnüssel, komm mal her. Geh mal her, komm. Sagen Sie mal, Herr Pelzig, seit wann sind wir eigentlich per Du? Ich habe gestern keinen ausgelassen, fürchte ich. Hey. Geh mal her. Jetzt erklär mir mal eins, ja? Wieso ist die Mitgliedschaft in der NPD kein Kündigungsgrund bei Angestellten im öffentlichen Dienst, bei Beamten aber möglicherweise schon? Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat das so begründet. Beamte müssen sich aktiv für die demokratische Grundordnung einsetzen. Bei Angestellten des öffentlichen Dienstes reicht es, wenn sie nicht aktiv dagegen sind. Aha. Also passiver Nazi im öffentlichen Dienst, kein Problem. Formal juristisch gesehen, kein Problem. Ja, aber ich nehme mal an, nur solange er kein Kopftuch trägt. Hä? Das ist nun wirklich eine Polemik, die uns nicht weiterbringt. Ja, ja. Und ohne Kopftuch darf der Nazi bestimmt auch ins Wellnesshotel. Ja, wahrscheinlich. Wissen Sie übrigens, wo das besagte Wellnesshotel liegt? Am Scharmützelsee. Köstlich. Juristenhumor. Nazis im Wellnesshotel, was wollen die da eigentlich? Na, die Herrschaften wollen sich wahrscheinlich fit halten, falls es mal wieder zu Fuß nach Russland geht. Das macht doch keinen Sinn, diese schlechte Stimmung, und das kurz vor Weihnachten, dem Fest der Liebe. Wir feiern die Geburt Jesus Christus, die Ankunft von Gottes Sohn, indem wir uns reduzierte Toaster für 9,95 schenken. Oder etwas vom Weltbild Verlag, dem Verlag, der der katholischen Kirche gehört und der Klassiker vertrieben hat, wie Sag Luder zu mir, die Autobiografie von Innenminister Friedrich. Einige Pfarrer sind begeistert, seitdem die Kirche Pornos vertreibt, trägt sich die Kutte wie von selbst. Aber die Kirche hat bereut, sie will sich vom Schmuddelgeschäft trennen. Der Klerus, er ist in sich gegangen und wir wissen, das ist besser, als wenn er in andere geht. Nichts geht in diesem Weihnachtsgeschäft ohne Reue, eine Verfehlung in der eigenen Biografie. Das ist das, was für den Rotwein die Lagerung im Barriquefass ist. Eine Veredelung, die den eigenen Marktwert in die Höhe treibt. So wie bei ihm, dem Bushido für Besserverdienende, Karl Theodor Gutenberg. Der Ritter ohne Furcht und Pomade, er hat bereut. Es gibt manche, die wollen ihn schon zurück. Gabriele Pauli möchte gerne eine Partei mit ihm gründen. Die Liste aller telegenen Ex-Politiker, kurz LATEX. Mich hat die Reue von Gutenberg verwirrt. Schon sie kurz zuvor hatte der Papst noch gegen die Verbreitung von Pornografie gewettert. Und dann gibt Gutenberg ein Interview, bei dem seine Antworten so obszön verlogen sind, dass das Interview eigentlich auf YouPorn gestellt werden müsste. In dem Interview hat er aber noch mal gesagt, die Doktorarbeit sei kein Betrug gewesen. Ich als Jurist glaube ihm. Denn Betrug ist ja ein Absichtsdelikt und setzt planmäßiges Handeln voraus. Und wie es aussieht, wenn Gutenberg planmäßig handelt, hat er dem Hofberichtbestatter der Zeit geschildert. Er hat gesagt, er hätte für die Doktorarbeit dort ein bisschen abgeschrieben, da ein bisschen kopiert und das Ganze auf 80 Disketten so lange gespeichert, bis er völlig den Überblick verloren hatte. Der Mann war unser Verteidigungsminister. Davor war er Wirtschaftsminister und soll das Ausland noch mal sagen, wir Deutschen hätten keinen Humor. Wir haben einen Mann zum Wirtschaftsminister gemacht, der vorher genau einen Job in seinem Leben hatte. Gesellschafter einer Firma, die ausschließlich sein Privatvermögen verwaltet hat. Ich sage, holen wir ihn zurück. Gehen wir noch weiter als die EU. Beweisen wir der Welt endgültig, dass Posten und Qualifikation keine Schnittmenge haben müssen. Machen wir Gutenberg zum Justizminister. Bringen wir das Peter-Prinzip zur Vollendung. Nach dem Peter-Prinzip steigen ja in Hierarchien alle Beschäftigten irgendwann zu der Stufe ihrer eigenen Unfähigkeit auf. Und nach einer gewissen Zeit ist dann jeder Posten von einem Mitarbeiter besetzt, der nicht in der Lage ist, seine Aufgabe zu erfüllen.
Und deswegen machen wir Peter Müller zum Verfassungsrichter. Und deswegen machen wir Bayern Markus Söder zu unserem Finanzminister. Und seitdem habe ich auch keine Angst mehr vor der Euro-Krise. Weil Angst reicht dann nicht mehr aus. Und weil eh schon alles wurscht ist, darf Alfons Schubeck auch Werbung für McDonald's machen. Und ja, halt, ich weiß, es gibt einige, die da rufen, ja, macht sich der Schubeck da nicht zu einer Hure? Und dann sage ich, nein, der Vergleich stimmt nicht. Denn eine Hure verkauft ja nicht ihre Seele. Bleiben wir also heiter. Bleiben wir heiter auf der Besetzungscouch. In Zeiten der Krise ist doch der einzige Job, der überhaupt Kompetenz erfordert, der des Finanzministers. Lassen Sie uns da jemanden nehmen, der wirklich etwas von Geldströmen versteht. Nehmen wir den kroatischen Polizisten, der vor kurzem dabei erwischt worden ist, wie er zum vierten Mal dieselbe Bank überfallen hat. Denn der Mann hat die Sache mit dem EFSF-Hebel wirklich verstanden. Ist ja immer noch nicht aufgeräumt, wie in der Politik. Absichtserklärung, ja, wir machen das gleich. Ja, irgendwann wird schon aufgeräumt. Hier ein Eckpunkt, da. Wozu denn noch aufräumen? Es lohnt sich doch nicht mehr. Ist doch sowieso bald alles vorbei. So Quatsch, noch lange nicht. Schauen Sie mal auf die Uhr. Oh, nein, das meine ich doch gar nicht. Nein, ich meine es mehr so ganz generell und prinzipiell. Vielleicht hat die Gruber ja recht mit dem Weltuntergang. Ha? Ein Vorteil hätte es, dann wäre das definitiv die letzte Weihnachtsfeier gewesen in dieser versifften Anstalt. Oh, das wäre aber schade, weil ich habe mich daran gewöhnt. Weihnachtsfeiern sind was Schönes, wenn alle ihr Betriebsklima und alles ihr Inneres nach außen kehren. So wie Sie gestern, mein lieber Erwin. Wieso, was habe ich denn jetzt schon? Muss ich schon wieder YouTube gucken, nein, oder was? Nein, das haben wir Ihnen diesmal erspart. Aber lustig war's. Was denn? Na ja, wie Sie in flammender Rede die CSU verteidigt haben. Von wegen, ach, da kommt dieser Adelsschnösel daher und behandelt die Partei so schäbig, die so viel für ihn getan hat. Dieser Tabernakelschänder christlicher Werte. Dauernd haben Sie gestammelt. Horst, das hast du nicht verdient. Horst, du armer Horst. Hab ich wirklich armer Horst gesagt? Ja, da war der Punsch der Vater des Gedankens. Na. Das muss eher einer von diesen vergifteten Schnäpsen vom Weihnachtsmarkt gewesen sein. Und außerdem, um da Ihren Frohsinn mal ein wenig abzubremsen, ich meine, lieber guter Kollege, Ihr Outing gestern, das war auch nicht gerade von schlechten Eltern. Ja? Ich und Outing? Ja. Da wüsste ich aber was davon. Ja, wie denn? Ja? Beim Kranztrinken, kleiner Feigling. Hier, in großer Runde, wenn alle zuschauen, dann bei der Kanzlerin bis zum Äußersten gehen und draufschlagen, gnadenlos, dass es spritzt. Aber dann, wenn wir mal unter uns sind, wenn es mal so wenig intim wird, ein privatissime, dann hört man über die Kanzlerin von Ihnen aber ganz andere, ja direkt schöne Töne. Oh, hm? Schöne Töne? Schöne und ich Töne. Mit der lebt doch nicht. Aber sicher, jetzt passen Sie mal auf, Malmsheimer. Malmsheimer. Noch 9 Monde muss Klicki Petra leiden. Das ist mein Bruder. Hör mal auf mit dem Indianerquatsch. Sag ihm mal bitte, was er gestern wortwörtlich über die Kanzlerin gesagt hat. Er weiß nicht. Er weiß nicht. ja, also er äußerte im Rahmen seiner empathischen Möglichkeiten natürlich Zuneigung zur Kanzlerin, indem er mehrfach betont, dass es in jedem Fall besser sei mit ihr als ohne sie. Ja. Besser Nein, Freunde, das könnt ihr mir niemals beweisen. Ja, doch, schauen Sie mal auf YouTube. Ja? 1 Million Klicks. Glückwunsch! Scheiß Alkohol, da sage ich einmal nichts Negatives über diese. Und dann wird es so missbraucht. Ja, der Knigge und die Weihnachtsfeier haben keine Schnittmenge in unserem Universum. Oder wie meine Oma immer sagte, Maul halten bis 2 Promille, dann kann man sagen, was man will. Ein Drama. Hey, also. Den Spruch, das hätte sich die Gruber gestern mal selbst sagen sollen. Die Alte hat sich ja aufgeführt, das war ja nicht mehr feierlich. Habt ihr das gehört, was die Alte von sich tut? Also formal juristisch gesehen, übrigens ist sie... Was hat die Alte gesagt? Nix hast du gesagt, aber mehr so gedatscht und getippt auf deinem Smartphone, ne?
Du hast meine SMSen gelesen? Ja, als du da im Baum lagst und rumgenadelt hast. Ach, wir sind auch per Du. Naja, Tarzan und Jane waren das eigentlich immer. Moni, Moni, verschon mich, hä? Dein Adressspeicher am Handy, hochinteressant. Zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Du kennst ja fast nur dieses ekelhafte Promi-Gesindel da. Ich bin sehr enttäuscht. Ja, also formal juristisch gesehen, ach, übrigens, ist die... Enttäuscht? Ja. Plötzlich, ich bin enttäuscht. Ich habe sie für einen Mann von Anstand gehalten. Für einen der Letzten mich an dieser Stelle betonen möchte. Anstand ist auch Ansichtssache. Ne? Übrigens, Anstand, Anstand kann man auch nicht einklagen. Ist auch gut. Ach, ja, jetzt ja. Er wieder! Ausgerechnet er! Ja, guck mal, das darf ja nicht er! Was wollen Sie von mir? Oder man soll vielleicht im Suff wichtige Unterlagen nicht auf dem Klo liegen lassen. Ist interessant, was unser Rechtsbeistand sonst nur alles macht an Nebentätigkeiten. Wo sind Sie? Wo sind die Dokumente? Bei WikiLeaks, ja. Aber das haben Sie sauber hingedeichselt mit Ihrem adeligen Klienten und dem Promotionsbetrug. Ich meine, nur 20.000 Euro Strafe zugunsten der Kinderkrebshilfe. Ja, das ist ja, viel. Und das kann er als Spende jetzt auch noch von der Steuer absetzen. Ja. Pfui, pfui. Was habe ich denn eigentlich so getippt, ha? Ey, das war ja alles unter Entwürfe abgelegt. Ich habe das dann sofort gelöscht. Du? Du hast auch in meinem Handy rumgeschnüffelt, du. Och. Du dahergelaufenes Hausmeister-Plagiator, also, du! Nein. Formal juristisch das gesehen, übrigens. Ich würde gerne verabschieden. Der fliegende Holländer! Ja. Herr Lieber! Herr Lieber, wo waren Sie denn gestern? Ja, ja, wir hatten Sie doch engagiert für die Weihnachtslieder. Ich war dabei, ich habe auch gesungen, lieber Erwin. Was, Sie haben gesungen, aha. Hat das irgendwer mitbekommen von euch? Spiel's noch einmal, Sam. Hans. Also, Hans, ja, Hans. Ja, und was willst du hören? Ich kann auch etwas machen mit Musik und Politiker, wenn Sie wollen. Ich meine, es gibt viele, viele große Staatsmänner, sind auch ganz gute Pianisten, wie Helmut Schmidt, Richard Nixon zu Gutenberg. Und Pianisten haben Übersicht, wie Sie wissen, die können links und rechts kombinieren. Also links politisch, die Linken sitzen hier so. Mit Oscar Lafontaine. Und hat man die Piratenpartei so hier. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Urgrei in the morning. Gratis Internet und gratis U-Bahn fahren, gratis Unterwäsche, Urgrei in the morning. Und dann hat man FDP so, romantische Musiker. Ich habe ein Bild von Herr Westerwelle hier dabei. Wie Schubert, ein Romantiker. Schubert war auch, der hat alles, was ein Romantiker so braucht. So Syphilis hat er gehabt. Und es ist nicht angenehm, aber das musikalische Ergebnis ist fabelhaft. Und was singt Schubert so? Sein Knabe, ein Rösler stehen, Rösler auf der Heide. Übrigens, ja, danke schön. Rösle habe ich auch. Gut, ne? Ökonom, ne? Das ist ein Ökonom, aber die Asiaten sind sowieso ökonomisch, musikalisch auch. Die benutzen nur die schwarzen Tasten. So. Also die deutsche Hymne auf Chinesisch. Sogar besser, ne? Das klingt sogar besser. Und dann sind wir bei meinem CDU, so CDU, CDU. Ist nicht wirklich musikalisch. Ich habe ein Bild von Angela Merkel hier dabei. Also die ja, ja. Was spielt man bei Angela Merkel so?
ich hab ein Zwiebel auf mein Kopf, ich bin ein Döner. Denn